Wir brauchen für alles, was wir machen, irgendeinen Rohstoff. Und da ist die Frage, wie können wir diesen Rohstoff aber so nutzen, dass er eben uns auch langfristig dann zur Verfügung steht und nicht extreme Folgekosten für viele Generationen später verursacht. Wie viel Rohstoffe können wir in den nächsten Jahrzehnten extrahieren, konsumieren, deponieren, ohne dass uns das Ganze aus den Fugen gerät? Übergeordnet wird die Herausforderung sein, eben viel stärker erneuerbare Rohstoffe einzusetzen. Und alle, die nicht erneuerbar sind, die müssen im Kreislauf betrieben werden. Das geht aber nicht nur über Technik. Das setzt im Wesentlichen mal eine Verhaltensänderung voraus. Das größte Problem mit begrenzten Ressourcen haben wir eigentlich jetzt gerade in der Bauwirtschaft im Beton. Also einfach der Sand ist Mangelware, wird auch im Preis steigen. Das sieht man schon auf dem Markt. Und so wie ich das als Architekt sehe, sind wir auch angehalten, einfach uns alternative Konzepte zu überlegen. Nicht nur, weil jetzt das Material nicht verfügbar ist, sondern weil wir einfach auch gängige Bauweisen hinterfragen müssen. Also das heißt, wenn ich heute irgendwas betoniere im Bauwesen, muss ich davon ausgehen, dass das wirklich über eine gewisse Nutzungsdauer auch steht und hält, damit ich es irgendwie auch mit mir selbst rechtfertigen kann. Also es geht nicht nur darum, gutes Bauwerk zu machen, was gut aussieht und dann von mir den Moment wirkt, sondern die Aufgabe für Architekten und Gestalter ist, bestimmte Prozesse absehen zu können und da spielt auch rein, was mache ich mit dem Gebäude, wenn es dann mal irgendwann ausfällt oder die ersten Bauteile ausfallen. Wie kann ich da agieren? Wie habe ich das vorbereitet? Dieses Credo, was wir tunlichst in unsere Aufgaben involvieren sollten, ist Cradle to Cradle. Das heißt einfach, alles auch wieder zurückführen zu können und dass wir auch gucken, dass wir die einzelnen Prozesse auseinanderbringen können. Recycelbarkeit. Und die fängt eigentlich schon direkt beim ersten Entwurf an. Wir arbeiten an Methoden, mit denen man verschiedene Umweltfußabdrücke von Prozessen, Prozesstechnologien und Produkten quantifizieren kann. Das heißt der Wasserfußabdruck, der Klimafußabdruck, der Landfußabdruck, aber eben auch der Materialfußabdruck. Und wir sind dabei, auch gerade für Ingenieure, Bauingenieure und Architekten ein Methodeninstrumentarium zu entwickeln, das die in die Lage versetzt, bereits bei der Planung eines Gebäudes am Computer direkt zu erkennen, inwieweit nicht nur der Klimafußabdruck, sondern auch der Materialfußabdruck mit verschiedenen Bauvarianten verbunden ist, um bereits dann beim Design von Gebäuden die Varianten herauszufiltern, die möglichst klima- und ressourcenschonend gestaltet sind. Papier ist ein nachhaltiges Material. Es nutzt die Fasern aus Pflanzen, aus Zellulose. Das ist das auf der Erde am häufigsten vorkommende Biomaterial. Und das hat schon eine sehr smarte Gestaltung. Also wenn man in Holz reinguckt, in die Pflanzenfasern, dann sind die kunstvoll aufgebaut mit einer sehr hohen mechanischen Stabilität, im Prinzip wie Drahtseile. Also wenn man einen Grashalm betrachtet oder ein Schilfgras, was am Ufer eines Gewässers wächst, dann kann man ja eigentlich nur erstaunt sein, mit wie wenig Material, dass die Natur so ein stabiles Ding baut, was enorm hoch sein kann. Und das wollen wir eben übertragen. Wenn man mit Holz baut, dann hat man die Balken, die Bretter aus Eiche, aus Buche, immer aus einem gleichartigen Material. Und wir können Leichtbauprinzipien anwenden und können so Teile herstellen, zum Beispiel Balken, die viel weniger Rohstoff brauchen, aber trotzdem aus einem nachwachsenden Material sind. Das Stichwort ist wieder Vorbild Natur. Wie kann man das Ganze nutzen? Die Natur hat alles als Netzwerke aufgebaut. Ein Organismus nutzt irgendwas, was ein anderer Organismus hergestellt hat. Und ich glaube, da können wir sehr viel von lernen. Und da werden immer mehr neue Techniken dazukommen. Das Thema CO2 ist zurzeit ungenutzt. Da versuchen viele,
verschiedene Routen zu finden, wie man das nutzen kann. Und das ist auch am leichtesten, das tatsächlich gleich an dem Erzeugungsort, an dem Schornstein, am Kraftwerk zu nutzen. Und da bietet die Biotechnologie durchaus sehr gute Chancen, weil viele Organismen auch in der Natur schon CO2 umsetzen können. Und diese Organismen setzen das CO2 zu Methan im Wesentlichen um. Und was wir uns da betrachten wollen, ist gemeinsam mit Projektpartnern, dass wir auch höherwertige Chemikalien herstellen. Also nicht nur Methan, das ist ein relativ einfaches Molekül, sondern auch Isoprenoide, die dann wieder Duftstoffe oder Treibstoffe darstellen können dabei. Wir haben natürlich auch Bezug zur Energiewende. Es gibt sogenannte Biobrennstoffzellen. In Biobrennstoffzellen wird die Energie, die in zum Beispiel Abwasserinhaltsstoffen enthalten ist, genutzt, um elektrischen Strom zu erzeugen. Ich glaube, das ist auch so eins der ganz wichtigen Themen, dass man immer weniger nur eine Branche hat, sondern so Sektorenkopplung. Wie bringe ich Chemieproduktion, Energiewirtschaft zusammen, um das Ganze als Netzwerk zu sehen? Und ich glaube, da sind wir zurzeit auch als Gesellschaft dran, dass wir da viel mehr versuchen zu integrieren und zu kombinieren. Ich sehe zunächst mal einen Trend, Individualisierung und Convenience. Das sind Trends, die Nachhaltigkeit und Recycling aus meiner Sicht behindern. Die Vision ist entsprechend, Wege zu finden, mit diesen Trends zu leben und trotzdem Kreislauf hinzubekommen. Da muss man zu einer Synthese kommen und sagen, wir vereinheitlichen das Ganze so, dass die Vielfalt gewahrt bleibt und das Recycling trotzdem geht. Und da könnte ein Weg sein, wegzukommen vom werkstofflichen Recycling hin zum rohstofflichen. Und bei den Kunststoffen kann ich werkstofflich recyceln, könnte aber auch, und das wird technisch nicht im großen Stil gemacht heutzutage, rohstofflich recyceln. Das könnte eine Lösung sein, um diesen Spagat aufzuheben. Wir haben häufig viele gute Ideen in der Forschung und auch einen Bedarf in der Industrie, neue Technologien zu entwickeln, aber es gibt so ein Tal des Todes genannt dazwischen, wie man eben gute Ideen aus der Forschung in die Industrie transferieren kann. Und da bleiben viele Ideen eigentlich rein auf der akademischen Seite, weil die Investitionen für die Industrie oft viel zu hoch sind und die Risiken immer noch zu hoch sind. Und die Wissenschaft das aber auch nicht weiter bearbeiten kann, weil dann trotzdem die nächste Größe einer Anlage gebaut werden muss. Also wir aus dem Labor rausgehen müssen, um es in der Praxis zu testen. Und das ist oft einfach auch nicht mehr abbildbar. Und das ist, glaube ich, in vielen Bereichen der Forschung dann so die Herausforderung. Wie kriege ich eine tolle Idee am Ende in die Anwendung? Ich würde mir eine Diskussion wünschen, generell, was Innovation in Deutschland angeht, mal mehr möglich zu machen. Generell ein bisschen innovativer zu werden, den Spirit wieder zu setzen auf Unternehmertum im Sinn von Neues schaffen. Neues ausprobieren, mal was machen. Da brauchen wir einfach ein Mindset zum Wandel.